Aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Neuruppin vom 17. Februar 2003. In den frühen Morgenstunden des 13.07.2002 begaben sich die drei Angeschuldigten Marco Schönfeld, 23 Jahre, Marcel Schönfeld, 17 Jahre, Sebastian Fink, 17 Jahre und ihr späteres Opfer Marinus Schöberl, 17 Jahre, zum Anwesen am Brink 2 in Strelow, um noch etwas zu trinken. Im Verlauf des Abends stieg die Gewaltbereitschaft von Marco Schönfeld, der sich sowohl von Marinus' Sprachstörungen als auch von seinen weiten Hosen und seinen blond gefärbten Haaren provoziert fühlte. Er sah ihn als Untermenschen an, den er nach Belieben beleidigen und misshandeln kann. Die Angeschuldigten Marcel Schönfeld und Sebastian Fink billigten die Vorgehensweise von Marco Schönfeld und entschlossen sich mitzumachen. Sie zwangen Marinus, klaren Schnaps auf Ex zu trinken. Dieser musste sich übergeben und blieb wehrlos am Boden liegen. Sebastian Fink urinierte auf dessen Oberkörper und Gesicht. Nach einer Pause von etwa einer halben Stunde begann Marco Schönfeld erneut Streit mit Marinus und begann mit Fäusten auf ihn einzuschlagen. Als kurz nach 4 Uhr die Dämmerung einsetzte, verließen die Angeschuldigten das Anwesen, um zur ehemaligen LPG in Potzlow zu gehen. Dort schlugen sie Marinus mit Fäusten ins Gesicht und brachten ihn ins Innere des Schweinestalls. Im Schweinestall wurde er aufgefordert, in die Betonkante eines Futtertroges zu beißen. Marcel Schönfeld sprang mit Billigung der beiden anderen Angeschuldigten mit voller Wucht auf den fixierten Hinterkopf von Marinus. Anschließend nahm er einen Gasbetonstein und warf ihn zweimal auf seinen Kopf. Daraufhin verstarb Marinus. Sie gruben in der nahegelegenen Jauchegrube ein Loch und legten Marinus' Leichnam hinein. 4 Monate später erzählte Marcel Schönfeld von der Tat. Da ihm niemand Glauben schenken wollte, führte er 2 Jugendliche aus dem Dorf zu dem Ort, wo er die Leiche vergraben hatte. Madeleine hat ja schon an den Abend zuvor Gianni erzählt, ihr habt. War doch mal an den Abend so wieder da, was die da gefunden hatten oder was Marcel gesagt hatte. Und Gianni musste mir 3 erzählen, damit ich erstmal wusste, was so richtig los war und so. Und deswegen, das war schon krass. Und am nächsten Tag mit Dani und Marie habe ich denen das erzählt und erst Dani. Und dann habe ich gefragt, wollen wir nicht mal kicken gehen, nach einem Kaffee so. Kicken, wie es ob das stimmen könnte und so, weil das hat mir eigentlich keine Ruhe gelassen, so wirklich. Weil erstmal meine Neugier und zweitens, ich musste wissen, ob es Marinus ist oder nicht. Ich musste das wissen irgendwie. Und dann war da hochgegangen und dann habe ich gebuddelt. Ich sollte Dani buddeln, der wollte nicht. Dann habe ich mal gesagt, so, ich buddel für dich, ich muss wissen, ob du bist. Dann habe ich gebuddelt, gebuddelt. Oh, und dann hat sie da draußen gestellt, dass er eben war. Ja, wir hatten Hautfetzen sozusagen, Kleidungsstücke, Schädeldecke, zertrümmert. Irgendwie so was alles zusammengedacht. Dann einzelne Knochen neu gefunden. Und dann haben wir uns gedacht, das kann kein Tier sein. Und dann hatten wir, als wir dann die Hose drin hatten, weil im Pullover sind Adidas T-Shirt, das schwarze. 3 weiße Streifen da, ne? Und wie kostet nur, dass er nur anhatte. Und daher. Wenn sowas in der Gemeinde passiert, ist natürlich schlimm. Jeder sagt erstmal, also, warum gerade bei uns? Und wie konnte das passieren? Warum? Jeder fragt sich, wieso, weshalb, warum? Und in der Regel findet man wenig Antworten. Und dann kommt natürlich die Schar der Presse, Rundfunk und Fernsehen. Und jeder versucht, irgendwo eine Antwort zu finden. Sehr schnell eine Antwort zu finden, weil es ja schnell über die Medien muss. Und das trägt dazu natürlich bei,
innere Frust in der Gemeinde, dass er natürlich dann noch vergrößert wird und sich damit überhaupt genau mehr auseinandersetzt. Weil sie dann sagen, also da kommt schon wieder so einer an, so ein Zeitungsfritze oder so ein Fernsehfritze, bloß die Tür zu, Fenster zu, willst du davon gar nicht mehr hören. Und somit setzt man sich auch damit nicht mehr auseinander. Weißt du, wenn du ein Problem hast, versuch es zu lösen, versuch damit durchzukommen und dann der nächste Tag ist wieder ein Tag. Es gibt so viele Probleme. Man kann es nicht wieder rückgängig machen. Man hat noch genug andere Probleme, mit denen man auch fertig werden muss. Und es ist ja nicht so, damit wir die Schuldigen sind, sondern die Schuldigen sind ja bestraft worden. Und was soll der Matthias jetzt noch gegen machen? Oder was sollten wir jetzt gegen machen? Was soll man dagegen machen? Wir haben nächsten Tag noch mit den ganzen Jugendlichen gesessen, haben uns darüber noch mal unterhalten und haben uns dann gesagt, naja, schlimme Sache. Grüß hin, wa? Wenn ihr heute noch. Ne? Ja, die werden wir schon sehen. Wenn wir das dann? Ja, der kleckert mir den ganzen Hof voll, ey. Ja, was ist ein halber Liter? Ich weiß nicht, hast du ein Zollstock, hast du nicht. Wa? Was ist ein halber Liter hier? Ist ja schwierig. Wie viel Milliliter ist das überhaupt? Eine Bierflasche voll, Mann. 200 Milliliter mehr, siehst du da drin auch nicht. Musst du auch im Fenster sehen. Das war was hast du denn? Der Teufel ist mit dir, oder was? Was habt ihr den schon wieder gegeben? Gar nichts. Oh, ich hab mein drittes Bier jetzt. Nein, du doch nicht, Mann. Ich mein hier. Spezi neben mir. Der hat zu viel. Du kriegst gleich welche. Was denn? Ich hab die Gummati. Wie viel kriegst du denn? Du kriegst gleich welche, ja. Wie viel? Vier Katastrophen. Ja, ich kann noch eine kriegen. Luft holen beim Anlegen. Über mehr kommen. Ansonsten hol ich Gummati. Gibt da ja hier den zweiten. Nee, hier, du kannst auch hier oben ziehen. Nico, gib mal. Ja, aber ich tue das berauscht, das ist ganz nett. Das ist ganz nett hier, die Sache hier. Hauptsache, da ist eine Strenne. Nee, ist nur Strenne, ist nur Gras. Spiele halt mal. Tommy Haas und seine neue Liebe, die beherrschen heute die Schlagzeilen. Kurzes Intermezzo oder echte Zukunftschancen. Marinus sah aus wie jeder normale andere Junge. Groß, schlank. Hat auch mal, weiß ich nicht, vernünftig eigentlich. So wie ich. Aber meine Angst ist, dass mir sowas selber passieren könnte oder hätte können passieren, weil die auch meine Freunde waren auf den Moment, auf dem Gebiet, sag ich mal. Und dass man Angst hat, dass sowas überhaupt nochmal passiert oder so. Und das möchte ich auch nicht, dass es irgendeinem anderen Menschen passiert. Weil das reicht, dass es überhaupt passiert ist. Und es ist zwar nicht das erste Mal auf der Welt passiert, sowas.
Aber dass es überhaupt so weit kommt in einem Entscheid, wie manche Menschen ausarten können, dass sie überhaupt so überhaupt nicht überlegen können, wie dumm sind Menschen überhaupt, dass es so nur Menschen gibt, das verblüfft mich. Das macht mir Angst. Ja, das hat schon bei ihm ein gewisses gelassen, sag ich mal, in seinen Hinterstübchen. Wir waren ja dann auch zum Therapeuten mit ihm, sogar nach Berlin. Und seitdem ist er etwas gleichgültig. Seitdem. Und ist auch irgendwie mächtig, na, wie soll man sagen, so verstockt. Aber irgendwann muss es ja mal wieder aufhören, ne? Und ich glaube nicht, ich glaube auch gar nicht, dass das so darauf nur beruht, auf diesen Marinus. Ich denke mal, dass er sich das hat auch ein bisschen auf diese Sache, dass er sich darauf beruht, ach, ich bin ja so fertig und muss ich weniger machen. Also, dass er sich da ein bisschen ausruht drauf. Wälzt alles auf diese Sache ab. Dings auch auf der Schule. Ja. Ich kann nicht mit dir abhängen. Die der nicht. Bäh. Sind nicht sehr beliebt. Alter, wie sieht aus, ey. Ach so, schieß mit dir oder voll gewandt hier rein. Den muss ich mal entpacken. Und? Gut schon. Hm? Dann gibt der jetzt einen Euro und dann kriegt man einen Kopf. Und boah, ich flieg grad. Wohin? Wie das so ist, so vom Wasser. Bist du da hin? Auweia. Oftmals ist ja so, dass Eltern auch überfordert sind mit ihren Kindern, ne? Dass sie einfach nicht mehr klarkommen, aber sich scheuen davor, irgendwo zu irgendwelchen Stellen zu gehen, die in der Lage wären, ihnen zu helfen, das eben nicht wollen, um sich einfach nicht die Blöße zu geben, also ich habe versagt. Das ist oftmals auch der Grund, denn, dass das also oftmals so lange brodelt und dann Dimensionen annimmt, wo sie dann überhaupt nicht mehr die Lage beherrschen. Und dann die Schimpfe, also Staat und du hast mir nicht geholfen. Ne? Nicht immer nur die Eltern, die Eltern. Die Eltern, die Eltern haben, damals hatten die Eltern viel mehr Zeit für die Kinder. Heutzutage, man hat keine Zeit so richtig. Man muss arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das war damals halt etwas anders. Eins. Also die Schrauben heute. Leute wurden niemals dazu erzogen in Sachen Selbstständigkeit, aber plötzlich sollen sie es auf der Reihe bekommen. Fertig. Plötzlich sollen sie irgendeine Firma gründen und sollen sich selbstständig machen und sollen dafür sorgen, damit sie ihre Familie groß bekommen. Ja, wie soll das gehen, wenn ich das nie gelernt habe? Weder in der Schule noch in der Lehre. Es hieß immer, sei gehorsam und verteidige deinen Staat und, naja, diese Sprüche, die es damals gab. Tja. Also die richtigen Hintergründe, warum das heute so ist, ich weiß nicht, ob es was mit der ganzen gesellschaftlichen Entwicklung was zu tun hat, immer mehr
ich sag mal, aus der DDR-Zeit, diese sag mal, Prunk und Protz, so, ne? Das gab es nicht. Da waren alle irgendwo ziemlich gleich. Es gab sicherlich welche, die also verstanden haben, auch die Möglichkeiten hatten, das Schacher, das Juden, mehr Geld hatten, die konnten ein bisschen anders leben. Ne? Aber vom Grundsatz her waren die alle irgendwo alle gleich. Ne? Aber heute ist der Druck, also der Nachbar fährt schon wieder ein neues Auto, der hat schon wieder ein Haus gepinselt, der hat das schon wieder gemacht. Der Druck da, da möchte ich hinterher, die möchte hinterher stehen. Und ich denke mal schon, da bleiben auch die Kinder wieder auf der Strecke. Der Bürgermeister muss das mal für die Jugend was tun. Ja, das kann er ja nicht, weil er kein Geld im Beutel hat. Ist ja Blödsinn. Er hat einen Beutel, aber kein Geld. Ist ja Quatsch. Die haben schon. Die haben nichts. Die wollen nicht. Weste. Sie wollen ja Sprüche machen, sie haben nichts. Da Husti. Und Wille ist so hoch. Die Stellung nur mitschlagen. Dann haben wir da ordentlich auf den Kopf gekriegt. Und dann so nackig machen und Klamotten raus abziehen und Geld abziehen und alles. Die Jugend ist dein Ding. Was meinst du denn jetzt? Die Jugend, die jetzt hier rumfreut und fleucht und tut. Wenn ich sage, dass dieser Raum dafür da ist und mein Zeug dann raus ist, ja, ist mir doch scheißegal, was da dann passiert. Also meinst du, wenn die gegen die Mauer fliegen, sind sie gleich durch oder was? Nein, darum geht es ja nicht. Füße abputzen. Gut. Was ist denn hier? Bucki, Junge. Unser Kogo-Tänzer, Junge. Ja. Oh, ganz nett. Was anderes. Ja, so muss man das ja auch sehen, ja. Nicht? Heike, will er hier irgendwas schlachten hier? Das ist aber gerade. Ach, hier beim Bauch, das will ich nicht. Eine Vorschampel breit ihr Fahrer. Der Frosch ist so gut. Ey, was ist der Fett? Eine Vorschampel breit ihr Fahrer. Ja, okay. Was ist doch mal gerade. Ach, ja, du kannst mal schlafen, aber ich fahre jetzt gleich. Papi, jetzt wirst du ein Mädchen gemacht. Nee, lass mal. Das ist ja nicht mehr. Nee, mehr. Nee, Mädchen nichts. Du lass mal bei Piepel da bammeln da. Das ist der OP-Tisch, komm. Das ist der OP-Tisch. Ruhig rein. Das sauber machen noch vorher? Versuch mal, Leber. Nee, über die Leber. Das ist deine Schwalbe. Deine großen Haarfahrt und deine kleinen Watt. Was noch kleiner wie deine, geht ja gar nicht. Nee. Zieh mal. Ich hab nur. Was mal? Doktor, scharf genug ist. Was hast du? Pass an, ob scharf genug ist. Ja, was willst du damit? Rechts an, ob scharf genug ist. Was willst du damit? Du zieh mal ab. Komm. Hallo. Guck mal her. Was ist das für ein Quatsch? Hand auf! Aber was soll das so sein? Gleitgel. Das können wir reinschneiden. Thorsten, das ist eine feige Raupe. Operation gelungen, Patient tot. Ja, das ist eine Raupe. Mit neuen Farben. Da passiert aber nichts. Das ist 100% Alkohol. Trinkt das, Mann. Laugi, das ist eine einmalige Chance, Alter. 100% Alkohol. Alles klar. Jetzt pfeifst du die Nummer weg. Du musst schwitzen. Ey, Alter, ey. Das war eine schwere Geburt, ey. Ja, da bist du immer beim Mund. Bin ich fertig, ey. Immer Schluss, ey. Warum bin ich so nass hier? Komm, ich muss auch mitkommen, Herr Ugo. Doch, der OP-Schwester, oder wie? Ich muss auch mit operieren. Du hast deinen Mundschutz vergessen, Sarah. Ja, das ist aber zu was anderes gesagt. Ich weiß, erstmal abwischen, Mund hier und so. Aber da schon wieder Bakterien drin. Messer ist echt. Nimm Lade. Oh, Scheiße. Oh, ist das weit reingegangen. Na, dann mach es mal wieder gerade. Was ist denn eigentlich? Das Verhältnis zu den Jugendlichen basiert auf Freundschaft und. Ja, dass ich ihm halt für sie da bin und denke ich mal, dass ich doch öfter zu gutmütig bin. Ich müsste eigentlich viel härter zu denen sein. Aber das
sage ich mal, das kann ich eigentlich nicht so, weil ich immer denke, das ist nicht meine Aufgabe. Ich weiß nicht, die Gemeinde macht es sich vielleicht leicht. Die denken auch, die sind ja hier oben, jetzt sind sie ruhig, jetzt passiert nichts, da sind sie gut aufgehoben. Ich mache ja Kinder für mich selbst, für Fortpflanzung meiner Familie und habe mich völlig auch selber darum zu kümmern. Und da haben wir so den Eindruck, das ist bei vielen nicht der Fall. Also man lässt die Kinder so den Selbstlauf. Und das kann nicht gut gehen, weil sie ja, wie gesagt, gar nicht die Grundregeln vermittelt bekommen. Also ich vergleiche manchmal mit meiner Frau, wenn wir uns unterhalten, so, das passiert nicht mal bei Tieren. Tiere, die Alttiere begleiten ihre Kinder so lange und lernen ihnen das, dass sie dann selbst durchs Leben kommen. Und oftmals hat man so den Eindruck bei Eltern, dass das nicht passiert. Und demnach können das Kinder auch gar nicht lernen. Ne? Der muss jetzt wissen, was los ist. Mit 16 war ich raus aus dem Haus. Und der huckt immer noch hier. Seine eigene Schuld. Naja, eigene Schuld. Wie ich schon sagte, heutzutage ist das alles ein bisschen kurios. Mit 13 hat ungefähr meine Gangsterkarriere gestartet. Also begonnen, so extrem, so verrückt, denn da Clownierend bin mal oder da mal einen Einbruch gestartet habe. Ich glaube, geht viel klauen, weil der Kick ist. Und wenn man erstmal in den Trieb drin ist, kommt man so schnell wieder nicht wieder raus. Das ist wie eine Sucht. Oder so, oder. Ach, ich hab eigentlich. Ich muss was. Ich will gar nicht irgendwie. Was soll ich denn so ein hässlichen Knast rumhängen? Ich möchte was aus meinem Leben machen. Ich möchte ein Haus haben, Familie, Arbeit. Und nicht streben vor meinen Augen. Ich bin selber schuld. Auch. Das ist meine einzige Erklärung dafür. Und teilweise könnte auch vielleicht ein Familienstand damit eine Rolle spielen. Ein Familienstand, dass es so weit kam. Weiß ich nicht, meine Eltern haben sich gestritten letzte Zeit und so. Oder eine Zeit über. Dann war es mal wieder schön. Und dann bei Marino sowieso keinen Plan mehr gemacht. Da war mir alt egal gewesen, so die erste Zeit. Und so, da habe ich auch. Echt, wenn mir alt egal ist, dann ist mir auch alt egal. Dann renne ich mit so einem durch, quer durch die Stadt und kann alle abstechen. Sag ich immer, nee, so krass nicht, aber. Vielleicht, dann sehe ich schwarz, dann tick ich nicht mehr richtig. Die Sache mit Marino, das ist. Ich werde es niemals vergessen. Und. Ach nee, lass. Nee, jetzt nicht. Das ist gerade die Zeit schon wieder. Geht nicht. Obwohl das 2 Jahre ist, fast her ist. Genau. Oder 3? 3, glaube ich, ist es doch schon. Du fehlst mir, Marinus. Auf jeden Fall. Ich sage mal, der Matthias, der lässt sich nicht einfach so verprügeln. Der schlägt zurück. Und Marinus war einer, der konnte nicht zurückschlagen. Das war ein ängstlicher Junge. Der war schon, solange ich ihn kenne, nur Mitläufer. Das ist nicht einer, der sagt, das und das wird gemacht. Nein, der war ruhig, schüchtern, zurückhaltend. Der hat mit sich machen lassen, das habe ich jedenfalls so gesehen, hat mit sich machen lassen, was die anderen wollten.
Der hätte normalerweise in der Sonderschule ins Heim oder irgendwo hingehört. Aber nicht so in der Gesellschaft. Ich sag mal, Marinus war am falschen Tag am verkehrten Ort. Die wollten ihn richtig sauer lassen, wahrscheinlich auch mal ihn aufklatschen. Aber dann war es halt so weit gekommen, dass sie selber darüber Angst gekriegt haben. Und dann, sag ich mal, durch den Totschlag, den Marinus verscharrt nachher, denn die ganze Sache dann, sag ich mal, vergessen machen wollten, ne? Was ihnen auch bald gelungen wäre, sag ich mal. Das macht das, und die ganze Tat macht es eben so schrecklich, weil es über die lange Zeit rumging, ne? Den ganzen Tag fast. Aber geplant, denke ich mal, dass er nur, sag ich mal, auf Deutsch gesagt, umgebracht werden soll, denke ich mal nicht, war es nicht. Das hat sich dann ergeben. Geil hier, ne? Hey, heran! Haben wir genug Eckgefunden? Der hat die abgeschlossen. Rolle, auf die Rolle. Nest, ey. Warum bin ich so weit? Hi! Geh mal kicken, wie Wasser ist! Ja, dann will ich drin, Halle holen. Nein, das hältst du nicht. Hey, kann er denn schwimmen? Mensch, jetzt ja, macht er ihm das. Nur gucken. Mein Telefon. Oh, Mann. Mein Telefon. Nicht im Transitbahn. Bist im Transit, dein Telefon. Ja. Das ist ein Privat, ey. Nur gucken. Nicht reinschmeißen. Nee, nicht rein. Gib mir die Schuhe raus. Gucken nur. Nur anfassen. Lass mich los. Ja, jetzt mach ich das. Du kannst ja weiter. Mann, der ist alleine! Scheiße! Was machst du denn? Hier ist Motta! Dann komm hoch! Hilf doch mir! Aber nicht umfallen! Da liegt der Junge! Komm schnell raus, zieh dich aus! Jetzt können wir wieder schwimmen hier. Ja, dein Handy liegt aber noch drin. Ja, da ja, drin, Freund Blase. Ja, das liegt hier vorne. Gleich vorne im Wasser. Danke. Da liegt das. Hey, Mike. Hey. Nein, komm, na. Aber jetzt gucken wir mal. Der fällt doch gleich wieder um. Der fällt gleich wieder um. Wohin? Der fällt gleich wieder um. Da liegt er. Was denn? Ah, da! Hinterm Baumstuppen liegt es! Ah, ich zeig dir. Ich mein's nicht, okay. Wo ist der Kipp? Genau da liegt es. Ja. Nee, genau da liegt es. Da liegt es. Was willst du jetzt von da mir? Da liegt es. Nicht da. Ganz doch, ich seh's doch von hier. Was willst du jetzt? Ich seh's doch von hier, da liegt es doch. Bist du doof oder was? Ist da vorne, ist okay? Das war ein Profilax, ey. Da liegt es. Da, wo der Stock ist. Machen wir auf. Ey.
Mikey! Mike! Ja, hast dein Telefon. Kann ich sowieso vergessen. Ist heil, mein, du lachst gar nicht im Wasser. Soll ich sagen, Spaß erlaubt man sich immer. Na, das war aber kein Spaß gewesen. Das war ja, wie du da nachher gezittert hast, wo er dir nachher mit die Matte dazu gedeckt hat. Und da hört der Spaß ja auf. Na ja, was soll da sonst gehen? Ne, ich mein, die Geschichte braucht ja nicht passiert sind. So sieht das Ding hier aus. Man schmeißt keinen Menschen mit Sachen im Wasser, weil da hat er nichts mehr anzuziehen. Na ja, gut. Wollen wir das vergessen, das Ding, das bringt doch nicht. Kriegt man sonst nachher bloß so viel Kopfschmerzen von. Man grübelt, naja, nee, ich möchte doch nicht so viel grübeln, nee. Muss man nicht. Ich sage, da ist jedermann dran, dass man. Mir passiert das nicht. Ich gehe nackig im Wasser. Also mir kann das nicht passieren. Also das ist Fakt. Und da ist keiner von ausgeschlossen. Ich meine, wenn sie alleine sind, dann kann man sich ja mit dir unterhalten. Aber wenn sie in der Rolle sind, dann drehen sie ab. Ein bisschen blöde. Du kommst ja rüber wie ein nasser Pudel, sozusagen. Wie bekloppt. Das ist doch ganz normal. Nee, das ist mit uns auch viel. Ich sag mal so, das wird auch Thorsten, das weiß auch Thorsten. Das ist ein Ding, das mir ganz schön ärgert. Ja. Mikey, Eiern in Eiern hier. Der eiert dich, ja, das macht er. Hat er ja schon mal die Augen dick gehauen, das macht er auch, ja. Aber er weiß, dass er auf ihn immer angewiesen bist hier oben, bei der Arbeit. Das ist das andere Problem. Wenn du hier oben nicht wärst, dann wäre das hier schon anders. Jo. Der wäre das schon anders. Mal ihn so über die Birne kippen, ist lustig. Aber man muss sich auch zurückhalten können. Man muss wissen, wo die Grenze ist. Und es gibt einige bei uns, die finden die Grenze nicht mehr. Oder es gibt welche, die haben die Grenze noch nicht gefunden. Ich hoffe mal, dass sie jetzt bald mal kommt. Und mehr wie reden und predigen oder so kann man ja nicht. Nee, das ist das, was mit der Jugend passieren könnte, wenn sie nicht irgendwo was haben. Dann passiert das, was der Mikey hat. Mikey ist verstockt. Mikey trinkt. Wenn Mikey was zu essen kriegt, dann frisst er wie ein Scheunendrescher. Mikey ist frech, also er ist unmöglich. Den kann man, ich weiß nicht, im Kopf hat er auch nichts. Müllabfuhr oder so. Ich werde sich den Müllfahrer nicht vielleicht machen, ne? Aber mehr geht nicht.
Und selbst da würde er noch schimpfen. Das könnte er auch nicht machen. Wenn da irgendeiner eine Mülltonne zu voll hätte oder so, die würde er einfach umkippen. Der ist skrupellos. Das ist unmöglich. So eine Duckmatte müssen wir noch haben, Mike. Eine 28. Wo ist Mike? Brauchst du noch welche? Ja, ist richtig. So, das war's. Okay. Geld habe ich drin gepackt. Dann sieht man sie morgen. Ja. Genau, wenn er erstmal, ne? Und tschüssi. Tschüss. Ich sag so, die Erwachsenen sind eben kein Fass besser wie die Jugendlichen. Ist ehrlich so. Das ist selber eine Sache, was ich nicht verstehe. Wieso und warum? Ich verstehe meine Eltern selber nicht mehr. Und wenn man seine eigenen Eltern nicht versteht, dann ist das schon tragisch. Er soll zusehen, dass er seine Zukunft aufbaut, aber nicht oben in diesem Zimmer. Die Zukunft gehört da draußen, eine Lehre oder zu arbeiten. Wenn er was machen würde, draußen, was bringt, dann könnte er von mir aus auch sein Zimmer und alles so vernünftig haben. Aber nicht einfach nur hier Müll veranstalten, mir nicht helfen und sein Zimmer, oh, trollala und hopsas an, nee. Oh, bist müde, ne? Ich bin immer müde. Auch so am Wochenende abends so. Was machen wir jetzt so? Ich weiß es nicht. Muss man was aus mir machen? Ich kann den ganzen Tag hier auf der Couch sitzen und warten, bis hier der eine kommt und der andere geht. Wieso ist das so? Ja, natürlich. Wir haben aber vorher schon zu dir gesagt, du sollst wenigstens deine 10. Klasse zu Ende machen, aber du hörst auf uns nicht. Ich bin jetzt aber wenigstens dabei, meine 9. erstmal zu machen, weil ich Macht habe. 9. Nachher macht vernünftig. Fortschritt. Fortschritt, toll. Ja, wieso ist das so? Ja. Aber mich kotzt doch wegen damals an, was ich damals was ich nicht gemacht habe. Na, dass ich damals meine Schule, dass ich das alles Scheiße gemacht habe, das kotzt mir an. Was hast du denn da gemacht, genau? Was hab. Wenn ihr hingegangen, Mann. Dann habe ich schlechtes Umfeld gekriegt und dann keinen Bock mehr und ach, leck mir doch alle am Arsch und hast nie gesehen und dann halt lass kommen, was geht. Und dann einfach nicht mehr, nichts mehr gemacht so. Nicht mehr gelernt, nicht mehr zur Schule gegangen, nur noch krank geschrieben. Und so hat sie dann eins nach dem anderen gesammelt, dann musste ich auf die nächste Schule und dann kam irgendwann das Marienhaus und dann war ich dann ein halbes Jahr war ich nicht da gewesen, weil die haben mich hier gehänselt, haben zu mir Totengräber und so was alt gesagt und dann war ich so fertig, irgendwie, ich konnte nicht mehr, dann bin ich auch nicht mehr rein. Ein Vierteljahr war ich unentschuldigt oder so. Ein Vierteljahr war ich dann entschuldigt durch einen Psychologen. Dann war nach Berlin gefahren. Dann hat der mich entschuldigt. Der hat gesagt, ja, hat auch keinen Zweck mehr. Ist schlimm. Haut nicht ganz hin. Aber ab nächstes Jahr müsste man dann schon was wieder finden, damit er wieder auf den grünen Zweig kommt, so nach dem Motto. Ja. Die Berufsbildungsreife haben all die bekommen, die in der Verordnung steht drin, in allen Fächern mindestens ausreichende Leistung erreicht haben. Eine nicht ausreichende Leistung, sprich 5, konnte dann noch durch eine 3 in einem anderen Fach ausgeglichen werden. Scheiße. Wenn ihr euch wundert, dass keine Fehlstunden auf dem Zeugnis stehen, die habe ich nicht vergessen. Das muss so. Ich wäre ja allerdings schön dumm gewesen, euch das von Anfang an zu sagen. Sonst hättet ihr nur das Gammeln angefangen und euch entsprechend schlechte Leistungen eingehandelt. So, fangen wir an. Tja, Muro, die Leistungen waren ja immer in Ordnung, wenn du da warst, wa? Das Beste war doch eine Klasse, ne? Problem war ja eher das Verhalten. Was ist denn der Scheiß? Aber mit gutem Willen bei mir und bei dir haben wir es ja doch noch rumgekriegt, ohne dass ich die Grundschule musste. Aber die Leistungen sind ja in Ordnung. Du bist ja nicht dumm. Ohne 5, also auch jetzt Berufsbildungsreife. Was ist denn her? Janine hat auch gerade noch... Ich hab gesagt, das kann ich machen. Naja. Klar, hast du. Glück gehabt.
Absolut. Krasse Sache. Oh, danke. Beste Zeugnis in meinem ganzen Leben. Oh, schön, danke. Nicht eine 5, geil. Ja. Warte. Jetzt habe ich ein drittes Loch im Arsch. Manni. Oh, Hugo, was sagt er? Ey, bist du besser als ich war? Ja? Ah, geil! Danke, Herr Wiesen, dass ich doch noch so gnädig war. Ein bisschen drüber nachdenken, bevor du den Unsinn machst. Ich glaube, dafür ist es schon zu spät. Du bist in der Lehrstelle und lässt so eine Dinger gucken. Kannst dann zum Schluss führen. Kann nur versuchen, was sie machen lässt, ne? Hier haben wir noch mal ein bisschen auf euch geachtet, weil ihr solltet hier hin. Hab ich mitgekriegt. Aber ab nächstem Jahr kannst du da ganz schlecht gekarten. Lehrstelle so. Irgendwas, was dir Spaß macht. Der Abschluss war mir total wichtig gewesen, wisst ihr? Und jetzt? Marinus war das Schlimmste von mir. Irgend da war ein Beispiel. Und ich hab's auch weggesteckt. Du weißt, ich bin so ein Mensch, der frisst alles in sie drin. Nee, darfst du nicht. Das darfst du Mike aber. Nee, darfst du nicht. Prost. Wenn ich wenigstens einen hätte, der mir beistehen tut, aber hab ich gar nicht. Warst du deine Freunde? Du hast doch Kumpels, echte Kumpels stehen dir immer bei. Du hast was und du kannst mich auch anrufen. Wenn du ein Problem hast, rufst du an, genau. Du kannst immer anrufen, wenn irgendwas ist. Weißt du, was wir machen? Ich mache jetzt dieses Jahr eine Firma auf, dann klinge ich dich mit in und dann hast du auch Arbeit. Siehst du, jetzt macht's auch. Das würde mir sehr, sehr freuen. Das glaube ich dir. Na, Icke. Na, wieso, wohl, wa? Nicht geschafft. Naja, wisst ihr, wie das ist? Wieder mal die Arschkarte gezogen, wa? Geil, Mann, klar habe ich es geschafft, Mann. Gerade so Manny hat's nicht. Manny war die Einzige. Nein, steht er da. Was? Nicht möglich. Doch. Hab ich einmal was in meinem Leben richtig hingekriegt. Vielleicht. Oh. Müssen wir ja einrahmen, ne? Bist du jetzt auch mal stolz auf mich, dass ich was auf die Beine gestellt habe? Nach ein paar Jahren. Außer Ene hat's nicht geschafft, Mandy. Die hat ja heute wie so ein Schlosshund, hätte ich auch. Ich bin zu Herrn Giesen zu unseren Klassen. Die Zensuren sind ohne Suche. Nee. Mit kann man auch Bemerkungen keine. Erst einmal keine Bemerkung. Na, weil sie hätten so 3 Seiten vollschreiben müssen. Erst hieß es, hab ich so gehört, 5 Leute. Dann haben wir gerechnet. Ich und Schröder? Oder was? Einer von uns beiden. Und dann sagt er, wir sind so, ja, kann das sein, dass das vielleicht doch nicht so ist? So, ah, nee, hast du hier Sinn. Gut, fertig. Jo. Ja, es ist schön, dass er die Schule jetzt gepackt hat. Und wie geht's nun weiter? Nun kommt das nächste Ding. Da muss er auch schon wieder hinterher sein. Damit er seine Lehre auch bekommt. Und ich, ach nö, Internat und so. Kein Bock. Nö, ich will lieber hier zu Hause. Und dann den Umgang, den er immer gleich wieder hat. Überall, wo er ist. Und statt damit die Vernünftigen abhängt, nee, da hängt damit die Leute ab, ne, die ins Negative gehen. Ich hab's endlich meinen Abschluss mal geschafft, wenigstens einmal im Leben, dass ich was auf die Beine gekriegt habe. Und jetzt möchte ich hoffen, wirklich hoffen, dass ich eine Lehrstelle finde. Und dass ich mir dann endlich mal, dass ich endlich mal was aus mir mache und nicht einfach nur lass den Scheiß laufen. Wenn ich mich nicht drum gekümmert hätte, dann hätte die Juliane keine Lehre. Und wenn wir jetzt nicht angerufen hätten bei unserem Kunden, dann hätte die Jeanette keine Lehre. Ja, und mit Matthias. Nee, das kann ich nicht darüber machen. Da muss ich mich dafür schämen, beziehungsweise da kann ich mich nicht mehr blicken lassen.
Wenn der denn, die sagen dann auch, was hast du mir denn für einen geschickt hier? Das geht nicht. Was ja, ja, was soll ich dazu sagen? Wenn ich ihm im Arsch trete und sage, er soll helfen und er macht es nicht, dann wird das woanders schon lange nicht machen. So sieht's aus. Also ich möchte jetzt unbedingt einen Lehrer haben. Ich würde, wenn jetzt, ich weiß nicht, also ich irgendwie versuchen, was sie machen lässt, so. Einfach, also ich muss was machen. Sonst mache ich gar nie was aus mir. Ich will nicht so enden wie manch einer. So morgens um 8 Uhr vor Plus zu sitzen und da mal ein erstes Bier zu trinken, kommt nie gut. Prenzlau mit Lehrstellen oder nicht? Kriegst du nicht. Du musst wie so denn irgendwo nach München oder irgendwo anders hin. Na, hier kriegst du nicht mal das. Beziehungen brauchst du nur. Beziehungen. Hat einer Beziehungen? Nee. Und? Doch, mein Vater. Naja. Mein Vater hat sie. Siehst du, ich fange bei meinem Helm auf. Ich wollte nur den Käfer rausmachen, tut mir leid. Ich glaube, ich fange bei meinem Vater an. In der Firma. Was macht der? Dachte ich an der Haus- und Hofalge. Da steckt mir zu Dussel an. Er macht alles. Es wird bestimmt irgendwo. Ja, bestimmt. Ach, du kriegst schon was. Kommt drauf an, wie meine Zinsen sind. Ja. Krieg schon was. Sonne, ey. Das ist geil. Ey. Ganz Heike, wer hat denn dem Matthias die Lehrstelle besorgt? Das Jugendamt. Das ist alles über das Jugendamt. Da haben wir eigentlich gar nichts mit zu tun. Ich weiß das auch nicht so genau. Da musst du Thorsten nachfragen. Der hat das eingerührt. Ja, das ist seine einzige Möglichkeit. Wenn er die nicht wahrnimmt, dann kriegt er gar nichts. Muss er. Ja, kannst du ein bisschen erzählen, was das genau für eine Schule ist? Das ist keine Schule. Das ist ein Jugendheim. Richtig geschnallt hat er bis jetzt noch nie. Ja, das ist halt kein Internat oder so. Nein. Er wird da richtig betreut. Wir haben kein Sagen mehr über ihn. Wir dürfen entscheiden, wann er mal nach Hause darf. Mitentscheiden. Mit dem Jugendamt zusammen. Die haben uns das angeboten. Hilfe, Unterstützung. Und wir sagten, na klar, machen wir. 200 Euro pro Tag kostet die Stelle. Ein so ein Platz da. Mit Übernachtung. Also immer da bleiben und essen und verpflegen. Und die gehen ja selber einkaufen. Wenn sie Socken brauchen, müssen sie sich Socken kaufen gehen. Dann kriegen sie ihr Geld da und dann müssen sie richtig wirtschaften. Selber kochen. Müssen einkaufen dafür. Bevor sie losziehen, müssen wir einen Einkaufszettel vorlegen, was sie einkaufen wollen. Na, nicht, dass die nur zu McDonald's fahren, ne? Und sich Bier holen. Ja. So läuft das da. Und wenn er am Wochenende nach Hause möchte, dann muss er erst mal fragen, ob er darf. Da sind ja noch mehr solche Chaoten. Ist halt für solche, ne? Die nicht wollen. Aber was heißt nicht wollen, oder? Naja, er wollte doch nicht. Hat er irgendwann mal eine Bewerbung geschrieben?
Der wusste nicht mal, was er will. Das ist noch gar nicht weit genug weg. Die 13 Kilometer. Ist noch viel zu dicht. Da sind welche aus Cottbus. Die kommen von überall her. Tja. Ja, wie geht's dir dabei? Wunderbar. Endlich ist er weg. Ja, ja. Gestern durfte er seinen letzten Tag noch genießen. Was hat er da gemacht? Na, baden. Hab ihm sogar ein Bier mitgenommen. Mit Matthias was falsch gemacht habe? Ich würde mal sagen, die Heike hat sich immer sehr eingemischt. Die war immer, ach, lass doch mal den Jungen, ach, lass doch mal. Habe ich gelassen. Endresultat? Sieht sie. Jungs müssen immer ein bisschen härter rangenommen werden wie Mädchen. Gut. So, dann fahr ich den erstmal raus. Mehr ist nicht? Naja, hast du immer noch. So weit ist es nicht. Ich habe mein Kind nicht aufgegeben. Ich habe mein Kind niemals aufgegeben. Das ist falsch. Das kommt vielleicht so rüber. Aber das ist falsch. Nein. Jetzt, er ist jetzt in der Lehre. Gut, es ist nicht gerade vielleicht eine Lehre, die jetzt auf dem normalen Weg hingekommen ist. Aber ich bin darüber auch stolz. Denn er hat jetzt eine Lehre. Und er kann was daraus machen. Tja, den Umständen entsprechend ist das halt so gekommen, ne? Durch den Mord damals. Ja, und wie war das? Ja, ja. Du machst deine Sache offen. Auszug aus der fachärztlichen Stellungnahme über Matthias Mucho. Neben spezifischen Lernschwierigkeiten leidet Matthias unter einer massiven posttraumatischen Belastungsreaktion, welche sowohl Verhalten wie auch Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt. Leider ist es bis jetzt nicht zu einer psychischen Aufarbeitung dieses schweren Traumas gekommen. Stattdessen musste Matthias, insbesondere in seiner Schule, versteckte und offene Feindseligkeiten wegen seines Verrates hinnehmen. Unter dieser fortgesetzten zusätzlichen Traumatisierung hat sich bei Matthias eine schwere resignative Depression entwickelt. Du solltest ein Feierabendbier aus, habe ich gehört, ne? Danke. Danke. Eigentlich könnte er hoch bei Ihnen ausgehen, ne? Hat er das heute schon mal gemacht? Keine Ahnung.
Matthias braucht eine intensive Betreuungsmaßnahme, in der er in der Verarbeitung seiner multiplen Traumatisierung unterstützt wird und Hilfen bekommt zu einer sozialen Integration. Ich wollte Ihnen sagen, dass ich nur zum Gericht muss. Zeuge. Oh, nein. Ja. Was machst du denn? Ich muss jetzt die Laden, wenn ich da. Meine ich mal. Warst du nicht erst letztens gewesen? Doch. Was ist mir was Neues oder ist das gleich? Das ist noch dasselbe auch. Du sag mal, und gestern, was war denn gestern los? Gestern? Was war denn gestern? Habt ihr noch ein bisschen Party gemacht? Wo? Gestern Abend? Wo? Na, erzähl so, die Mädels hier. Weiß ich nicht. Nee? Nee. Wisst ihr wieder? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Kleinen Umtrunk? Kann sein, denke ich mal. Bisschen? Ja. Na gut, 30 muss am Riemen. Naja, aber rein tut's ja nicht. Hm? Na gut, dann sehen wir zu. Was ich mir wünsche, am meisten? Ich hab keinen Wunsch. Im Moment nicht. Nicht so, was mir jetzt so ganz, wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte oder so, was ich mir ganz intensiv wünschen tue. Wäre es ein vernünftiges Familienunternehmen zu führen, also eine vernünftige Familie zu haben. Also das, was vielleicht mir gefehlt hatte, oder das, meine Familie später mal zu bieten zu können, was ich im Buch hatte. Also das einfach vernünftig soll das sein. I don't know what it's gonna be.